Hallo Leute, wir sind heute bei BQ in München und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz das Aquaris X. Das ist die kleinere, also beziehungsweise die schwächer ausgestattete Version der beiden neuen Flaggschiffe Aquaris X und X Pro. Also wie gesagt, hier das Aquaris X in seinen zwei Farben. Einmal ganz in schwarz, seht ihr im Hintergrund, und hier vorne in einem weiß mit einem rosé-goldenen Rand. Die neue Aquaris X-Serie ist die Flaggschiff-Serie von BQ. Fühlt sich toll an. Es ist so, das Aquaris X hat ein Design wie das Aquaris X5, so ganz, ist ganz ähnlich, also mit einem Metallrahmen und einer Kunststoffrückseite. Die fühlt sich nicht ganz rau, aber sie rau an, aber sie ist auch nicht glitschig oder sowas. Ist ganz angenehm anzufassen. Dazu hat man die Rückseite, hat man etwas abgerundet an den Seiten, und vorne hat man 2,5D-Glas verbaut, was ganz schick ist, was ganz toll ist, allerdings halt auch schon zum Standard gehört bei Geräten, die den Anspruch von einem Flaggschiff eben haben wollen. Dazu gibt es Android Nougat, also 7.1.1 schon. Damit folgt das Aquaris X dem Aquaris X5 Plus, das vor kurzem erst das Update bekommen hat. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie das neue Aquaris X aussieht. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ich hoffe bald. Bis bald.